Servus Leute, Knorr wieder hier. Heute bin ich mit der König unterwegs. Rang 5 Schlachtschiff bei den Deutschen. Ich habe eine Reichweite von ungefähr, ich glaube, das waren 14,5 Kilometer. Ich habe jetzt eher spontan die Aufnahme gestartet. Eigentlich wollte ich gar nichts aufnehmen, aber ich dachte mir, ey, mach das doch mal und du wirst bestimmt richtig gut sein. Und das werde ich wahrscheinlich nicht sein, aber ich habe es trotzdem probiert. Ich frage mich gerade, wieso ist so ein Flugzeugträger pinkfarben? Also entweder ist er vorher was anderes gefahren oder er hat Torpedos ausgeklinkt in einer so ziemlich unmittelbarer Nähe. The beer is talking. Unmittelbarer Nähe vom Kollegen hier. Fototaka kommt hier. Ich habe heute, also mir ist heute ist mir aufgefallen, dass viele so einen Tunnelblick irgendwie haben. Denn mich haben so viele gerammt heute schon. Hast schon erstes Blut. Ob das hier funktioniert. Das ist natürlich Pech im Unglück hier. Fuck. Ich hätte nicht gedacht. Hier, das ist auch das beste Beispiel für Tunnelblick. Man fährt auch nicht dagegen, wenn man nicht gerade irgendwie durchs Visier guckt, beziehungsweise hier. Wie fährt er denn jetzt? Jetzt fährt er rückwärts. Und wenn er rückwärts fährt, wird er bestimmt auch gleich vorwärts fahren. Wenn wir schon auf die Rauchschwaden vom Tunnel achten. Das ist natürlich wieder das beste Beispiel für RNG hier. Weil RNG ist ja nicht nur, dass der Schaden zufällig irgendwie gewählt wird, sondern auch, dass natürlich mehr oder weniger die Geschosse eher zufällige Bahnen nehmen. Ja, ich weiß, ich spreche etwas wirr heute, aber seht es mir nach. Auch nicht getroffen. Schon zwei Salven, die nicht getroffen haben. So, als hätte er irgendwie, als wäre sein Schiff einfach nur ein Streifen. So ein richtig schmaler Streifen. Wie so eine geschälte Karotte hier oder irgendwas. Ja, der muss doch mal verrecken jetzt hier, das gibt's ja nicht. So, ich werde vom Schlachtschiff bis. Ein Treffer! Einen verkackten Treffer! Das ist nicht wirklich viel, aber okay, ich kriege ja wenigstens mit, wo noch die Inseln sind und gucke nicht die ganze Zeit durch mein Fernglas. Das war es, was ich vorhin sagen wollte. Fernglas! Wird natürlich weiter beschossen, wie sich das gehört. Was zerstöre wo? Da. Auch wieder nur ein Treffer, zweiter Treffer, dritter Treffer. Hat ganz schön lange gedauert. Also von der Abfolge her finde ich, da war ganz schön viel Luft dazwischen. Ich krieg doch einiges ab hier und hier ist niemand. Ein paar Raubsemmeln hier. Obwohl, wenn man es genau nimmt, ist es ja keine direkte Salve. Eine Salve ist ja, wenn man auf einmal schießt, so ist mein Verständnis jedenfalls. Also wenn man komplett alle Rohre auf gleichzeitig feuert. Und was ich habe, ist ja eine Abfolge eigentlich. Ich schieße auch meistens Abfolgen, weil ich dadurch vielleicht in der Sekunde noch korrigieren kann. Das kann schon was ausmachen. Ich bin es auch nicht gewohnt, eine komplette Salve, also alle Rohre gleichzeitig zu schießen. Habe ich mir selber nicht so beigebracht. Ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht oder nicht. Kann ich ehrlich gesagt nicht genau sagen. So, Flugzeugträger habe ich gesehen, ist mir aber zu weit entfernt, denn meine Reichweite ist ja nur so um die 14,5 Kilometer. 15? Das kommt aber hin mit um die 14,5. Ich kann den hier noch versenken. Stirbt man. Das muss doch sitzen, oder? Auch da wieder. Bestes Beispiel. Ich habe vorher nicht verstanden, warum jemand. Ich habe hier bei einigen Videos Kommentare gehabt, ungefähr wie. Ja, was ich mich wundere, das Spiel ist doch komplett RNG, null Realismus. Beziehungsweise der einzige Realismus liegt darin, dass die Schiffsmodelle relativ ähnlich aussehen. Im Vergleich zu den Originalen. Und der Rest ist ja alles per Zufall.
Und mir ist es natürlich aufgefallen. Klar ist mir schon aufgefallen, dass hier einige Sachen historisch absolut inkorrekt sind. Aber kann doch nicht sein, dass hier überhaupt nichts. Einen Treffer. Gut, also, mir ist schon klar, dass wenn natürlich ein Schiff auf mich zufährt und also mit der Spitze zu mir zeigt, dass ich natürlich weniger oder schlechter treffen werde, als wenn er eine komplette Breitseite mir entgegenstreckt. Das ist, war jetzt auch zum Beispiel, deswegen schieße ich keine Salben. Also ich schieße nicht auf einmal, weil ich dadurch die Möglichkeit habe, im Schießen noch zu korrigieren und dann haben wir halt eben 4 Treffer. Diese Gremiacci, die geht mir irgendwie auf die Zwiebel. Einfach die Präsenz nervt mich. Ich weiß, dass er mich nicht treffen könnte mit den Torpedos hier. Und das, was er da abschießen kann, das ist ja... Oh, das war aber scheiße. Kurzzeitträger ist auch gleich weg. Keine Sache. Aber wie man sieht hier, wir haben ganz schön viel verloren. Ich laber und laber hier und habe gar nicht hingeschaut, dass hier fast alle Schiffe weg sind. Komm mal ins Maul, Mann. Der rote Baron. Wie oft habe ich diesen Namen schon gelesen? Im, was auch immer für Spielen. Ein jeder nennt sich der rote Baron hier, komm. Das muss er aber hier, das muss funktionieren. Zack, die muss schützen. Gibt's doch nicht, ey. Ich mache einen Treffer und der kriegt gar keinen Schaden. Ich meine, ich fahre hier keinen verkackten Zerstörer oder so. So, das ist irgendwie da, so wäre, als würde ich mit Erbsen auf dem Schlachtschiff schießen. Kann ich nicht nachvollziehen. Ob das was wird hier, wenigstens ein, zwei Treffer, da kann nicht angehen hier. Oh, jetzt aber hier, komm! Hier muss sitzen, Mann! Irgendwas muss ich auch mal wegschießen hier. Na, der Zeit ist natürlich barbarisch in solchen Momenten. Da fühlt sich das ja, geile Sache. Kriegst seine, seine abgefeuerten Granaten noch ab. Da ist er nicht normal. Ist auch blöd, wenn die so fahren. Okay, in der Position ist es ja noch nicht ganz so schlimm, aber schlimm ist ja, wenn sie von einem wegfahren. Das ist richtig kacke. Das war jetzt auch nicht so prickelnd. Kurz mal einen Moment warten. Was? Pedos. Ist hier ein Zerstörer? Nee, ich glaube, die sind von dem Schiff eben noch gewesen, oder? Obwohl die Zeit dazwischen, zwischen seiner Zerstörung und den Torpedos jetzt, ist mir eigentlich viel zu lang. Kann man sich kaum vorstellen. Vielleicht mal eine Zitadelle oder so? Nee. Ist doch nicht normal, Mann. Also es ist anstrengend. Gerade wenn man natürlich auch, Wow! Da ist er endlich, mein Zitadellentreffer. Ich muss ehrlich sagen, Quatsch. Kaiserin Franz, ja. Macht, finde ich, in letzter Zeit unheimlich viele Zitadellentreffer. Also entweder hat sie eigentlich geübt, oder ich weiß nicht, wie sie das schafft. Aber die macht auch an Schlachtschiffen, mit einem anderen Schlachtschiff, weitaus mehr Zitadellentreffer als ich. Dafür ist sie unheimlich schlecht darin, aber es hat sie auch selbst zugegeben, wenn zum Beispiel Schiffe sich entfernen, irgendwie. Da anzuvisieren, das ist einfach nicht ihr Ding. Aber ich habe es ja vorhin wieder gesehen, da hat sie wirklich einiges an Zitadellentreffern gemacht. Zwei Zitadellentreffer zum Beispiel hintereinander auf ein gegnerisches Schlachtschiff, sie war selber mit der Kongo unterwegs. Das habe ich in der Häufigkeit nicht so. Das schaffe ich eher auf Kreuzer. Zack, 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 zack. Oh Gott, ey. Das fühlt sich nicht gut an, das sieht auch scheiße aus gerade. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das hier überleben werde. Aber Hauptsache Zitadelle, oder? Jeder will ja einen Zitadellentreffer machen, wie hier. Das sieht eigentlich nicht so schlecht aus. Basis verteidigt, okay. Er lebt immer noch die Sau.
Ja, Kaiser, hilft der König. Ich bin nicht König, mir hilft niemand. Und das könnte was werden jetzt. Dann bestimmt Zitadelle, oder? Ja! Das fühlte sich nach Zitadelle an und sie kam. Oh, scheiße. Torpedos. Ja, jetzt vielleicht noch die Kuma. Obwohl, mir geht's langsam richtig schlecht hier. Oh, da war ein kritischer Treffer. Ich weiß nicht, ob ich noch schaffe, das Teil hier zu versenken. Die verdammte Kuma. Okay, die Torpedos sind immerhin weg. Drei Treffer, aber nichts Kritisches. Brand ist gelöscht, aber jetzt kriege ich auch tierisch in die Fresse hier. Oh, 3 gegen 3, ey. Fuck you, Bitch. Jetzt kommen Torpedos. Und ich sehe nicht, von wo sie kommen. Und ja, sie werden mich mitnehmen. Hello again. Oh, zack, und ich bin weg. Aber ich mache auf jeden Fall noch eine Runde, denn das hatte ich mir vorgenommen. Ich wollte zwei Runden aufnehmen, um mal ein bisschen. Naja, ihr werdet es gleich sehen. Also, bis gleich. Also, jetzt nochmal mit der König, wie ich schon sagte. Boah, ich hoffe, das läuft jetzt besser. Also, ich kann nicht wirklich beurteilen, obwohl ich eigentlich eine gute Selbsteinschätzung habe, aber ich kann nicht wirklich beurteilen, ob ich schlecht war oder nicht in der Runde davor. Ich meine, ich habe meine zwei Kills gemacht und ich meine, ich war auch in einer kniffligen Situation und 3 gegen 3. In dieser Konstellation kann natürlich knifflig sein. Warum schießt er hier schon dieser Penner? So, hier, Kiro. Ah, Russian Bias, ne? Wenn ich nicht treffe. Nee, nee. Also ich habe das Gefühl, dass hier niemand wirklich stärker oder schwächer ist als irgendjemand anderes. Also nationsunabhängig, sage ich mal. Ich hoffe, ich werde bald mal die Briten fahren. Kein Treffer. Dazu müsste ich mir nur ein bisschen Geld beiseite packen und dann mal so ein Premium-Schiff holen. Gibt ja nur eins oder zwei, glaube ich. Mit den Briten gerade. Oh, da kommt schon Torpedos. Das Schlimmste ist, wenn ich mit dem Zerstörer unterwegs bin und Torpedos auf mich zukommen und ich weiß, ich kann nicht mehr ausweichen und ich werde einen mitnehmen, weil ich weiß, dann ist man weg. Ein Torpedo reicht ja in, sag mal, 90% der Fälle schon, um Zerstörer hinüber zu deportieren über den Jordan. Was ist hier im Sergius? Was ist denn der Name? Na, jetzt wird's knifflig, der, nee, der ist so zu weit entfernt. Dann ja, aber mit den anderen da, der davor kam. Ich glaube nicht, dass ich treffen werde. Dafür war der Abstand zu gering. Ist so nichts los, ey. Ich fahre natürlich jetzt ein bisschen vorsichtiger. Man will natürlich länger durchhalten. Cody. Der Gegner hat einen verloren, aber das heißt noch gar nichts. Wir hatten ja schon mal irgendwie, dass der Gegner schon fünf verloren hatte, wieder gar kein Schiff. Und ich zock so vor mich hin und krieg damit. Scheiße, wir sind ja nur zu viert. Da hier, Phoenix. Fährt natürlich auch blöd, weil es wegfährt. Das will auch nichts. Entschuldigung, haben wir einen Schluck getrunken. So ein scheiß Glück, ne? Fährt natürlich sofort rückwärts, der Kollege. Jetzt habe ich mich natürlich gerade gefragt, wo hat der denn jetzt hingeschossen? Ist natürlich schwierig. Ich meine, ich kenne das ja von Kaiser Franz. Wenn ich dann tatsächlich schon mal früher zerschossen wurde. Sie hat ein Schiff im Visier und kriegt alles um sich herum nicht mit, so, ne? Das ist natürlich blöd dann. Aber ich habe das auch, das sind diese Tunnelblicke, die man entwickelt, wenn man nicht rechtzeitig genug wieder zur Raison kommt. Und dann dementsprechend seinen Kurs ändert oder sein Ziel wechselt. Ich will ihn noch kriegen hier, ey. Das muss funktionieren, du dreckige Phoenix. Da ging alles daneben. Fuck you, RNG, Motherfucker!
Naja, aber so ist das Spiel. Ich weiß, dass das Spiel eben läuft, wie es läuft, dass es nicht 100% realistisch ist. Hello, Kartenrand. Also Realismusfaktor schätze ich beim Spiel so auf 50% ein. 50, ja, also mehr als 50 ist auf jeden Fall nicht drin. Der senkt, na immerhin. Und das ist nicht, weil ich irgendwas schlecht machen will oder meine eigenen Unfertigkeiten hier irgendwie nach hinten drücken will, sondern weil es ist ja RNG. Scheiße, hier drin vielleicht, ne? Es ist ein RNG-Spiel, damit muss man sich abfinden. Ich spiele es ja trotzdem, mir macht es auch eigentlich noch Spaß, auch wenn man sich mal innerlich so ein bisschen aufregt. Aber vielleicht nicht nur innerlich. Zwei Sperren für einen Tag hatte ich ja auch schon. Oh, fuck you, ey. Ah, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Das ist wieder so eine Sache. Wen nimmt man zuerst, ne? Da wird man gierig, denkt sich, der eine ist ja fast hinüber, oder der und der ist auch fast hinüber. Und so ein verkackter König da. Aber Minekase und so nah, die Torpedos sind irgendwo schon hier unterwegs. Kann auch sein, dass er gerade noch am Nachladen ist und jetzt einfach nur so schnell, so nah wie möglich ran will. Verreck doch, Alter! Ja, verreck nicht. Jetzt müsste er aber gleich verrecken. Komm, Secondary! Du Jupes! Yep! Ich hoffe, der hat nichts rausgeschickt jetzt. Alter, krieg ich auf die Zwiebel hier. Nee, 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 nee! Fuck you! Scheiße, Mann, ey, hab ich mir doch gedacht. Alter, da ist der Penissacker hier eigentlich. Jetzt bin ich natürlich die Beute, ne? Für ihn bin ich jetzt leichte Beute. Klar, schon so gut wie hinüber. Mal auffrischen oder was? Muss dringend auffrischen. Ich bin auch echt in einer blöden Position. Ich versuche mich ein bisschen zu drehen hier, aber ich glaube, das bringt nicht mehr, weil die alle so nah sind. Knifflig. Aber ich habe meine zwei Kills. Auch wenn es nicht die besten Kills waren, also auf die beste Art und Weise. Ich hoffe, der verreckt jetzt hier gleich. Die Torpedos müssen sitzen, Mann. Komm doch. Komm. Echt jetzt vorbei, ja? Vorbei, ehrlich jetzt. Ich kann nicht löschen. Ich werde hier gleich verenden. Das ist natürlich auch scheiße jetzt hier. Fuck. Das war ja mal eine kurze Runde. Ich weiß jetzt auch nicht. Naja, wir liegen ungefähr bei halb-halb hier. Trotzdem nicht so prickelnd, wie ich es mir dachte. Naja, kann man nichts machen. Ich habe mein Bestes versucht. Immerhin. Ne? Also Alkoholabfluss. Danke fürs Zuschauen. Viel Spaß noch beim Zocken. Wir sehen uns demnächst. Also haut rein. Ciao.